Oh, ab in die Knife Round, würde ich sagen, dass wir das nicht verpassen. Jetzt sind natürlich beide Teams schwedisch. Das werden wir mal direkt wieder rausnehmen. Ja. Auch Dignitas ist dann schwedisch geworden. Nein. Also, Flagge gefixt. Ich hoffe, dann sind alle endgültig glücklich damit. Die Seite aussuchen kann. Das ist auf Nuke unglaublich wichtig. Und Berg hätte zwar die Möglichkeit gehabt, aber da geht er down. Also Dignitas auf der CT-Seite. Und das ist kein gutes Omen für Property. Denn das bedeutet, sie werden sich wahrscheinlich hier sehr, sehr schwer tun mit dem Rundengewinn. Nuke, die CT-lastigste Map von allen. Und, dementsprechend wird es wahrscheinlich hier sehr, sehr viele, viele Dignitas-Runden geben auf der in der ersten Halbzeit. Also eben das Inferno-Match, das war auch die Map-Wahl von Property. Auf ihrer Lieblingsmap sehen. Und ich denke, das wird Nuke auch sein. Easy. Ordentlich überrannt worden. Wir stehen da nur noch im Fenster. Pip hat seine Möglichkeit. Aber auch er hat keine großen Hits mehr gesetzt. Berg ist immer noch unterwegs. Twist mit dem Backstep oben in der Halle. Und das sollte eine deutliche Runde für Property werden. Und es gibt keine Map, auf der die First Round hier so dermaßen wichtig ist. 1:0 für die Schweden. Schöne, schnelle Runde ausgeführt Richtung Rampe, dann unten alles sauber eingenommen und es hat natürlich auch jeder Frag funktioniert. Das muss man ganz klar dazu sagen. Da wird der Form gut abgedeckt. Fetisch auch down. Also denke ich, dass er versucht mit einem kleinen Offensivbusch. Das hat nicht funktioniert. Ja, stimmt, der hat rechts Overlay. Das Overlay ist natürlich auch ein bisschen trügerisch. Das könnte dann ein bisschen darauf hinweisen, dass das irgendwie eine Bedeutung hätte, wer die erste Map gewonnen hat. Für die zweite spielt es absolut keine Rolle. Außer, dass es vielleicht ein kleines bisschen auf die Motivation schlägt, wenn man die erste verloren hat. Aber das hier ist wirklich ein komplett getrenntes Match vom ersten. Ja, aber er hat ja Glück gehabt, dass er noch lebt mit einem AP. Property ist ja jetzt raus. Ja, aber nochmal, das sollte doch funktioniert haben. Power mit seiner P90. Was soll dabei rauskommen? Fetisch. Fetisch hat keine Lust. Der dachte, wir können doch hier nicht eine Flawless-Runde spielen. Ich muss auch nochmal drauf gehen. Also, 2:1. Und jetzt könnte es passieren, dass Dignitas auch wieder saubere Runden holt. Property kann nochmal kaufen. Und wenn sie die verlieren, dann heißt es Eco. Und vor allem natürlich für Dignitas ist das jetzt eine ganz wichtige Schlüsselrunde. Wenn sie die verlieren, dann müssen auch sie etwas nachsparen. Und das ist auf Nuke eigentlich was, was man sich so gut wie nicht erlauben kann. Sende kann sich durchsetzen gegen Nico. Außen, wo die Scout wieder down gegangen ist. Aber da haben einige Damage gekriegt. Twist nur noch mit 10 AP oder knapp 10 AP. Berg hat auch schon gute Hits gefangen.
Ist ja schon das noch nicht so ganz glatt sein. Jetzt geht Halle raus. Twist ist ja schon sehr, sehr weit in Richtung Halle unterwegs gewesen. Icy oben im Loch abgeklemmt, würde ich sagen, vom Spot. Aber jetzt versuchen sie es nochmal. Und Pauf dahinter zu legen, war natürlich die falsche Entscheidung in dem Moment. Aber er kann nicht damit davon ausgehen, dass sein Support fällt. 2:2, Dignitas. Saubere zehnte Runde. Das war aber nicht ganz so ungefährlich, dass sie da die Halle so relativ sporadisch nur gedeckt hatten. Da war eigentlich nur ein Spieler, der wirklich komplett in der Halle stand. Also sie war oben im Loch. Schneider rum und hat nur eine Glock, das ist natürlich keine gute Ausgangssituation, um da vielleicht einen Pick zu setzen. Jawohl. Auch er lebt da relativ gefährlich, das ist immer nicht ganz unriskant, wenn man da seine Waffe riskiert. Hat er einiges an Damage gefangen. Er muss jetzt ein bisschen Support kriegen, aber es ist niemand da, der ihn unterstützen könnte. Deswegen völlig auf sich alleine gestellt oder rennen sie über den Haufen. Pimp steht da noch in der Halle. Und das ist ein bisschen dünn gedeckt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Pimp nochmal. Jetzt Twist nur mit 3 HP, das ist natürlich ein einfacher Schuss. 3:2! Und Pause Call. Icy wahrscheinlich wieder derjenige. Na, bewegt sich noch. Ne, ach Quatsch, ich bin nicht auf Icy. Hier ist Icy. Crash again. Oh je, oh je, oh je. Tja, jetzt kann ich euch leider keine Hühnchen zeigen. Was gibt's denn auf Nuke, was man sich sonst noch angucken kann? Kann sich natürlich die beiden Kühltürme hier anschauen. Harzkernkraftwerk. Hier hinten, für mich auch irgendwie schwer vorstellbar, hier hinten war früher mal der Abgang, ne? Also, der war früher hier nicht, sondern früher musste man den ganzen Weg hier rein sich begeben, durch das Schussfeld hier oben laufen und dann hier den Abgang runter Richtung unten. Wie der Verbindungsgang hier aussah bis nach unten, den kann ich mir wirklich gar nicht mehr vorstellen. Es ist schon irgendwie so weit weg, obwohl es vielleicht noch keine 2 Jahre her ist. Stimmt, wir können uns natürlich Autos angucken, die hier hinten langfahren. Fahren die überhaupt bei der Pause? Könnte natürlich sein. Aber sie fahren hier welche. Aber da hinten auf der Autobahn, da gibt es eigentlich auch noch Autos. Autos gucken! Da stehen welche? Sieht man die von unten überhaupt oder warum? Ich glaube nicht, dass die fahren, wenn Pause ist. Sieht zumindest nicht so aus, weil warum sollten hier welche platziert sein? Sieht man von unten doch sowieso. Sowieso nicht. Was meine ich bei 3D Max gegen Dignitas? Wer gewinnt? Schwer einzuschätzen, denke ich. So viele Probleme wie Dignitas hat, könnte es natürlich sein, dass 3D Max da gute Chancen hat. Ja, das ist auch immer gut. Da konnte man früher ordentlich rumhüpfen, wenn man erstmal aus der Map gekommen ist. Gibt es einen Parkplatz? Wir können uns mal die Umgebung ein bisschen anschauen. Es geht weiter. Sag bloß, es geht weiter, Mensch. Was soll ich auf meinem Brot tun? Marmelade oder Nutella? Hängt davon ab, was du für eine Marmelade hast. Nutella ist gut, aber nicht bestes. So, auf geht's. Hoffentlich ein bisschen länger als ein paar Runden. Und ja, wir haben jetzt Freeze schon wieder drin, also werden sie wohl eingesehen haben, dass das mit Icy keinen Sinn mehr macht.
ne? Und das richtig gemacht von Fries, dass er sich da zurückzieht. Moment in der Nähe, der ihn unterstützen könnte. Und man kann durchaus auch hier noch ein bisschen auf Zeit spielen. Fries, da hat nämlich seinen Moment bekommen. Kiaba ja auch noch zur Unterstützung dazu gekommen. Damit sollte die Runde sicher an Dignitas gehen. 4 zu 2. Schneider ist außen schon relativ weit vorne. Das könnte natürlich gleich gefährlich werden für Nico. Der kann sich mit seiner AWP nicht gegen mehrere anstürmende Spieler verteidigen. Backup ist auch weit weg gewesen. Fetisch hat da keine Chance gehabt, wirklich gegenzuarbeiten. Aber er kann zumindest die AWP außen verteidigen, dass sie nicht in die Hände der Gegner fällt. Pimp. 2 gegen 2 Situation. Die Halle ist relativ frei. Pimp kommt da eigentlich nicht rechtzeitig ran. Oh, Pimp drückt einfach durch, auch wenn es bedeutet, dass es seinen Mate erwischt. Brauchen wir eh nicht. Und die Runde sollte an Property gehen. Was für eine Chaos-Geschichte. Was für eine Chaos-Runde. 4 zu 3. Die Schweden haben sie sich erkämpft, würde ich sagen. Es ist ganz, ganz schwierig auf Nuke auch als T frühzeitig was mitzumachen. Zumindest 1 gegen 1 getauscht und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber man muss natürlich auch versuchen, dann irgendwo relativ zeitig Raum einzunehmen. Entweder außen oder Rampe, beides ist nicht so super angenehm. So super angenehm einzunehmen. Es kostet unter Umständen viele Leute, gerade an der Rampe muss man durch diesen kleinen Mini-Eingang durch. Fetisch. Haben wir damit wieder safe. Und jetzt geht's Tür raus. Mal gucken, wer da oben steht. Kiaba, der ist nicht wirklich geflasht. Ich kann damit easy zwei Leute picken. Fries zur Stelle, um ihn zu unterstützen. 5 zu 3. Das Schwierige dabei ist, dass man ja als C, selbst wenn man alles richtig spielt, schon noch Glück braucht, dass im richtigen Moment dann noch ein, zwei Headshots kommen, damit, also da muss nicht nur ein Headshot sitzen, da müssen gleich mehrere wirklich genau platziert sein im richtigen Moment, dass man überhaupt durchkommt hier, zum Beispiel Richtung Halle. Und wenn dann sowas passiert wie eben, dass der Halle-Spieler eben nicht geflasht ist, dann hat man so gut wie keine Chance. Viel zu viel Positionsvorteil. Jetzt versuchen wir nochmal eine Eco von Property. Sechs zu drei. Keine AWP bei den Schweden. Macht aber eigentlich kaum Sinn, da die AWP zu spielen. Kann man höchstens außen einsetzen oder vielleicht eine Rampe für einen Entry-Frag. Aber dann ist sie eher hinderlich, vor allen Dingen, wenn man dann Richtung Spot drauf geht. Dabei.
Harley Go ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Pimp, er will ihn eigentlich nicht davonkommen lassen. Schön reagiert. Twist hat die Bombe in den Schacht gedroppt. Und dann müssen die natürlich jetzt versuchen, das zu recovern. Power Flats verbleiben dagegen 3. Und das war Pimps Einsatz, der die Runde hier gerettet hat. Freeze sagt Hallo oder sagt No, wie auch immer. 7:3. Dignitas. Und die Dänen, die machen das richtig gut. Aber, und es kommt das ganz große Aber, der Halle-Go, der ist viel zu erfolgreich. Dignitas kriegt es einmal hin, daraus noch was ordentliches zu spielen. Auch gut übrigens, was mir gerade mal auffällt. Falls das jemand hier sieht. Der Halle-Go ist viel zu erfolgreich. Sie kriegen das dann noch immer noch rumgedreht. Aber praktisch könnte man ein kleines bisschen mehr Fokus auch auf den A-Spot legen. Ja, das Bittere natürlich, dadurch, dass man so viele Runden in Folge verliert, ist eigentlich immer irgendwie auch mal eine Eco angesagt. Berg. Auch down. 8:3. Das ist hier ein ganz, ganz typisches Bild. Das sieht jetzt einfach die Runden am Stück hoch. Schneider außen gegen Nico. Und das ist vielleicht die eine Möglichkeit, die man die AWP wirklich auch vernünftig einsetzen kann. Und Dignitas sollte jetzt auf jeden Fall den Fokus ein bisschen Richtung Halle legen. Wenn Rampe fällt, dann könnte es funktionieren, wenn Freeze da seine Position halten kann. Oder zumindest versuchen könnte, da noch defensiv zu kommen. Hat er sich zu lange Zeit gelassen. Nach dem ersten Contact hätte er sofort sich verziehen müssen. Eine Minute auf der Uhr. So eine frühe 5 gegen 3 Führung. Die sollte eigentlich ausreichen, dass man daraus eine Runde zaubern kann. Fetisch mit dem letzten verzweifelten Versuch da hinterher zu pushen. Pimp steht unten und damit könnte die Bombe eigentlich hochgehen. Der Pimp kann da überhaupt nicht mehr reagieren. 8:4. Und so langsam kommen wir in den Bereich, wo Property sich ganz wohl fühlen kann. Pimp und Kehrbeise sind die beiden, die da am Scoreboard oben stehen. Und auf der T-Seite kann man das eh nicht so ganz sehen. Da kommt es eh viel mehr drauf an, wer die wichtigen Frags sitzt und nicht wer die meisten holt. Stehen sich die beiden schon ziemlich dicht gegenüber. Und wenn die Smoke da gleich weggeht, dann kommt es drauf an, wer wieder zuerst was sieht. Sender hat auf jeden Fall die Granate in der Hand. Oh, die Flash hat gut gesessen. Freeze hat da viel Glück gehabt, dass die genau im richtigen Moment kam. Beziehungsweise, so richtig Glück war es natürlich nicht. Er hat die von seinem Mate angefordert. Oder sie haben es zumindest zusammen gespielt. Ja, Smoke Jaden, Sönke wiedet der Nerv wie Herr Dörren. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, schwedisch. Ich weiß nicht, ob die denen das verstehen. Ist relativ ähnlich vielleicht, aber so richtig reichen tut's nicht. Ich kann auf jeden Fall Luke Dören auf Dänisch. Das heißt, schließt die Tür. Hilft mir nicht, ist aber toll. Und Schneider muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen verteidigen. Ach, schön gegen Flash. Die sollte auf jeden Fall gereicht haben. 9:4.
Du nennst sie also AWP Man or Horst? Es wäre, würde doch mehr Sinn machen, AWP Horst of War zu machen. Oder? Horst of War, das klingt doch geil. Auf, raus, ich bin Halle. Vielleicht der versucht ein bisschen Überraschungseffekt zu bekommen, aber ja, weil der lässt sich absolut nicht lumpen. Er wird noch auf die AK gewechselt. Oder im Notfall das Knife, keine Ahnung. 10 zu 4 und 11 zu 4 Spielstand. Ich denke, da wäre noch alles offen, wenn wir ganz ehrlich sind. Auch wenn ich Dignitas hier einiges zutraue auf der T-Seite. Aber der Stand-In, der wird sicherlich sich gerade auf der Terror-Seite so ein bisschen bemerkbar machen, dass da vielleicht nicht alles so richtig aufeinander abgestimmt ist. Ja, ESL One Katowice werde ich Donnerstag und Freitag machen. Und Samstag, Sonntag ist dann Knochen dran. Fries kriegt dazu Ton, ist absolut nicht vorbereitet. Das war nachlässig und ein bisschen unkonzentriert. Hätte eigentlich nicht so sehr in der Landschaft rumhüpfen müssen, mit der Smoke genannt. Da, Schneider, schönes Brett. Das könnte die fünfte Runde sein für Property. Und dann sehe ich eigentlich ganz gute Chancen auch für die Schweden, das Ganze nach Hause zu fahren. Wie gesagt, fünf Runden auf Nuke sind unter Umständen genug. Sofern denn die First Round auch für sie durchgeht. Ja, 10 zu 5, Property mit eigentlich einer recht vernünftigen T-Leistung. Und die Runden waren nicht alle am Stück oder ähnliches, sondern sie haben sogar die zweite, nach der zweiten Runde auch noch die Anti-Equip abgegeben. Das hätte natürlich nicht unbedingt sein müssen. Ah nein, es war mehr so ein Force-Buy von Dignitas. Sie hatten mehr so Farmers und ähnliches gekauft. Aber hier mal wieder eine Runde drin, da mal eine drin und die letzte. Also das zeigt, dass Property auch durchaus in der Lage war, aus eigener Kraft richtig ordentliche Runden zu holen. Ich bin mal gespannt, ob Dignitas das genauso hinkriegt. Die First Round wird sicherlich ein Hinweis sein. Wenn die First Round hier an Property geht, dann sind die Chancen, glaube ich, für die Dänen nicht sonderlich gut. Also Nuke ist definitiv eine Map, wo man mit 12, 13 Runden schon rechnen kann fast. Wenigstens 11 sind auf jeden Fall drin, wenn man zumindest die First Round nicht verliert. Berg ist da runtergepusht. Es kann natürlich sein, dass sie ihn schon ein bisschen mitbekommen haben. Nein, Pimp hat ihn nicht auf dem Schirm. Berg! Bomb kann trotzdem durchgelegt werden. War schön gemacht. Wir müssen immer noch an die Bombe rum. Er versucht es direkt mit dem Defuse. Fetisch im Schacht down und damit geht der Defuse durch. 10 zu 6. Und wie gesagt, jetzt hat Property alles in der Hand. Wenn sie halbwegs sauber die 10. Runde durchspielen, dann sollte das Dignitas kaum aus eigener Kraft schaffen können. Aber gut. Werden wir mal sehen. Eigentlich eine Map, die denen auch als T relativ gut spielen können. Aber ich denke, sie profilieren sich auch hier hauptsächlich über ihre starke CT-Leistung. Und die war eben nicht unbedingt so vorhanden. Leider. Auch wahrscheinlich dadurch bedingt, dass Eisi hier ständig Probleme hat. Richtung Halle. Vielleicht die Möglichkeit, in den Schacht zu kommen. Aber Twist steht da mit seiner UMP schon bereit. Taka, 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 taka. Und 10 zu 7, 10 zu 7 Dignitas. Noch ist die Führung da. Aber das täuscht. Also dieses relativ knappe Ergebnis, was da oben im Scoreboard steht, das täuscht ganz gewaltig. Denn Property hat jetzt auf jeden Fall schon einen Vorteil in der Tasche. Hat den Headshot gefangen, aber da war zum Glück ein Stück Kante zwischen, wie es aussieht. Property mit einem ganz starken Fokus Richtung Abgang und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Guckt er nicht hin, wo guckt er denn hin? Was macht denn Berg da?
Da scheint die Kommunikation irgendwie schief gewesen zu sein. Jerby holt 3, einer davon sein Mate. Sende hat die Bombe erwischt im Vorraum. Also das war ganz, ganz furchtbar, was Berg da gemacht hat. Hat in die falsche Richtung geschaut. Wollte vielleicht irgendwie gerade mit seinen Mates sich unterhalten oder irgendwas. Ich weiß nicht, da schien eine Diskussion stattgefunden zu haben. Aber dann nicht den Blick Richtung, in die Richtung zu haben, wo der Gegner ist. Twist, wow, schöner zweiter Shot. Okay. Also den Gegner gut predicted. 10 zu 8, nochmal glücklich ausgegangen für Property. Nach so einem Fehler eigentlich nicht wirklich verdient. Der Unterschied hat Sende gemacht, der dann in Vorraum gepusht ist und tatsächlich den Gegner erwischt hat. Und eben vor allen Dingen die Bombe. Jetzt geht's schnell Richtung Rampe. Pauf ist schon halb runtergeschoben. Sich also da gar nicht mehr groß anlegen. Schneider versucht noch ein kleines bisschen Schaden zu machen von der Seite. Ein kleines bisschen übertrieben hat das wirklich. Zwei Spieler noch auf der Rampe. Warum Pauf da wieder hochzieht, weiß ich nicht. Twist war keineswegs bereit, ihm da auszuhelfen. Aber Berg dafür. Also 10 zu 9. Und der wird ja gleich richtig zu tun kriegen. Jetzt tun wir das Ganze nochmal mit Waffen, was eben mit Echo schon halbwegs vernünftig funktioniert hat. Schneider ist zur Stelle, wird aber jetzt gerefragt. Die Flash waren nicht lang genug, um da wirklich was auszurichten. Pauf hat sich schon hinter der Stahltür dort in Position gebracht. Da wird Kerber wahrscheinlich nicht mehr viel rausreißen können. Gut auf. Hat ein kleines bisschen gebraucht. Ich erwarte Mauswackeln, wenn ich ehrlich bin. Nein. Okay. 10 zu 10. Ja, und spätestens ab jetzt ist klar, dass Property hier den riesen Vorteil hat. Da kommt Rampe. Rampe? Was? Keine Ahnung, was ich sage. Wie lange es gedauert hat, bis meine bis mein Gehirn mitbekommen hat, was ich da gerade gesagt habe. Schöner Versuch von Fräse, aber es bringt nichts. Oh je, oh je. Tja, wie immer an dieser Stelle würde ich gerne Valve nochmal ein bisschen dazu auffordern, die Map zu überarbeiten. Nuke könnte durchaus nochmal ein bisschen was vertragen an an Überarbeiten. Hat er einiges verschossen. So richtig sicher scheint es Aiming nicht zu sein bei Dignitas, aber es ist auch schwer, das eigene Aiming so ein bisschen hochzuhalten, wenn man hier Nuke als T spielt. Schneider zur Stelle, um seinen Mate zu unterstützen. Letzter Versuch von Fries, auch er wieder hier in dieser Runde alleine. Counter-Terrorists win. 12 zu 10. Also ich denke, was man hier machen könnte, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wäre vor allem unten den Spot ein bisschen zu verändern. Der Spot unten ist so dermaßen offen, dass es verdammt schwierig ist, hier vernünftig alles einzunehmen, weswegen viele Teams Rampe wirklich auf Refrag spielen.
Retake spielen. Oder einfach auch die Rampe offen lassen. Und da könnte man zum Beispiel den Spot ein bisschen hier eine kleine Begrenzung einbauen oder so, dass es eine Möglichkeit gibt, für den T besser zu legen. Dass man einfach ein bisschen mehr Deckung hat beim Spot einnehmen. Die haben das damals schon gemacht, indem sie die Anzahl der Räume um den Spot unten entschärft haben. Aber da unten den Spot so ein bisschen vielleicht mit einer Deckung versehen, vor allem mit einer harten Deckung, dass man problemlos planten kann, wenn man erstmal unten ist. Dass die Leute auch gezwungen sind, die Rampe so ein bisschen mehr zu halten. Das würde schon viel bewirken, denke ich. Der offensive Push, der war natürlich der Versuch, das Ganze ein bisschen auszugleichen. Und wieder ist die Bombe down im Vorraum. Schneider, schöner Schuss Richtung Main, hat damit ausgeglichen. 2-gegen-2 Situation. Und Beispiel unter Cat, Pimp und Kerbei. Das sind die beiden stärksten wahrscheinlich gerade im Kader von Dignitas. Gegen Pauf und Schneider, die auch hier richtig gut dabei sind. Also, werden wir mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Schneider steht im Vorraum, hat die Bombe natürlich im Blick. Oh, der erste sitzt. Und das könnte auf jeden Fall Schneiders Runde gewesen sein. Wenn die hier durchgeht, dann hat Schneider ganze Arbeit geleistet. Zumindest die Bombe picken. Pauf ist bisher unentdeckt. Lass mal Schneider anzugehen. Schneider mit einem schönen 4-Kill. 13 zu 10. Sicher damit seinem Team hier die Runde aus der Unterzahl. Und ich denke, das könnte der Todesstoß für Dignitas gewesen sein. Die kaufen jetzt nochmal, was geht. Und das bedeutet Tech 9 bei Fries. Nico mit Galil unterwegs. Der Rest AK, aber wenig Granaten. Die einzige große Möglichkeit, die man da hätte, wäre vielleicht einen schnellen Halle-Go zu spielen oder ähnliches. Oh, fettes Schmidt im Frag gegen Pauf. Hat ihn natürlich die Smoke erwischt, offensichtlich. Töst versucht aus unter Kontrolle zu halten. Oh, schönes Brett von Fetisch. Ein AP noch. Die Smoke hat ihn fast umgebracht. Oh, Twist nochmal. Und da außen schleicht jemand unter Cat durch. Das müssen wir mal so ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß nicht, ob er angesagt ist. Twist schaut auf jeden Fall in die Richtung. Nein, tut er nicht. Oh, rechtzeitig noch rübergezogen von Twist. Ich denke, er war bekannt. Ich denke, er war angesagt. Zum Schneider dann noch an der Ecke. 14 zu 10 und das könnte es jetzt wirklich gewesen sein. Dignitas hat durch den Loser-Bonus noch genug Geld. Mal die Flash weggeworfen, einfach damit der Molotow nachgekauft werden kann. Gerade für den Rush-Block in der Halle sind die Mollys unglaublich wichtig. So, prepare for lag. Auf, Frag Nummer 1. Der zweite mal ein bisschen zu viel gewollt, aber was sollte er auch machen aus der Position? Musste ja schließlich kämpfen. Und Schneider hat sich entschieden, dann auch die Rampe aufzugeben. Mal gucken, wer runtergeschoben ist. Überhaupt niemand. Doch, Berg steht unten in der Tür. Aber es soll wahrscheinlich Richtung oben gehen. Da müsste auf jeden Fall vorher eine Flash kommen. Ansonsten kann Schneider das problemlos lösen. Frag Nummer 1 sitzt. Nummer 2, da kommt von unten noch Backup. Schneider, 15 zu 10. Und für mich ist Schneider so ein bisschen hier Man of the Match. Der hat sich unglaublich gut noch reingekämpft ins Spiel. Und natürlich diese entscheidende Runde, die er hier gedreht hat. Die war das. Und damit hat er sein Team hier unter Umständen zum Sieg geführt. 5 Matchpoints für Property. Eine nächsten 5 Runden und dann hätten sie sich hier die ganzen 2 Punkte für die 2 Maps gegönnt. Nico versucht auch noch außen durchzukommen und es soll scheinbar für Dignitas einen Versuch geben, in die Main reinzukommen. Sender hat das Ganze schon im Blick. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ohne Flash rumgehen. Ende. Einer ist ein bisschen zu dünn. Oben auf dem Spot steht noch Berg. Und da kommt Schneider dazu. Und Schneider, der macht alles kaputt, Leute. Das gibt's doch nicht. Und es könnte vielleicht die letzte Runde gewesen sein. Twist hat ihn schon mit der AWP abgezielt. Oh, 1 gegen 1 Situation ist bekannt. Und Twist trifft ihn nicht.
Oh Gott! Twist! Hätte dann Hit mehr bekommen, dann wäre das ein... dann wäre das ein Selbstmord gewesen. 16 zu 10, die Property gewinnt. Was für ein Kuriosum in der letzten Runde.